Wieso redet der nicht mit mir über seine Probleme? Mein Gott, weil das die Männer am meisten hassen, neben Hausarbeit. Aber durch Ignorieren wird das Ganze doch nicht besser. Ich habe wirklich alles getan, damit er das Gefühl hat, er kann sich mir anvertrauen. Du weißt ganz genau, wie gut ich mit deinem Vater zurechtkomme. Aber es gibt Tage, da muss ich den völlig in Ruhe lassen. Mama, hier geht's nicht um Alltagsstress. Bei Nils und mir sind die Probleme schwerwiegender. Ja, um welche Probleme geht's denn diesmal genau? Aha. Also stimmt's, was du mir von Nils und von diesem gestohlenen Bild erzählt hast. Aber sag mal, er hat doch eigentlich weniger mit dem Diebstahl zu tun als seine Schwester. Weil die Puppe, in der das Gemälde steckte, ihr gehört. Wenn er das nicht war, wieso kann er mir das nicht sagen? Ich kann das schon verstehen, dass du verletzt bist, dass er sich dir nicht anvertraut. Aber er kann doch nicht einfach so tun, als wenn nichts wäre. Ich bin doch seine Freundin, mich geht das auch was an. Vielleicht schämt er sich für seine Familie. Vielleicht denkt er, das können die besser unter sich regeln. Aber ich bin... Versetz dich doch mal in seine Lage. Stell dir mal vor, du hättest eine Schwester, die als Kunstdiebin unterwegs wäre. Was würdest du denn da machen? Der hat's nicht leicht. Emma, du musst mir helfen, bitte. Das ist doch auch in deinem Interesse. Wieso in meinem Interesse? Ja, wenn ich jetzt wegen dieser blöden Küchenarbeit 3 Wochen lang als Geschäftsführerin vom Prinzess Dirndl ausfalle, dann ist unsere Firma erledigt. Jetzt übertreibst du aber. Mode ist ein Geschäft mit Verfallsdatum. Da muss man ständig am Ball bleiben. Rosalie, ich habe auch noch einen anderen Job und schaffe es trotzdem. Ja, du bist auch ein Ausnahmetalent, aber ich krieg nicht beides unter einen Hut. Du musst es jetzt, Emma, bitte. Hilfst du mir? Wie könnte ich dir denn helfen? Geh zu Felix und drück ein bisschen auf die Tränendrüse. Wie bitte? Ja, sag ihm, dass unsere Firma keinesfalls 3 Wochen lang ohne mich auskommt. Warum sagst du ihm das nicht selbst? Wenn ich das tue, dann glaubt er doch, ich möchte mich drücken. Und dann stehe ich wieder wie eine da, die nichts auf die Reihe kriegt. Rosalie, du willst dich drücken. Aber wenn du mit ihm sprichst, auf dich wieder hören, er hält doch so große Stücke auf dich. Ich halte mich da raus, Rosalie. Bitte, Emma. Dein Job in der Küche dauert keine 24 Stunden. Du kannst also genauso in deiner Freizeit für das Label arbeiten wie ich auch. Mit wunden Fingern, da kann ich doch nicht mal eine E-Mail schreiben. Du, soweit ich mich erinnere, gibt's da eine ganz tolle Erfindung. Warte mal, ich komme gleich drauf. Küchenhandschuhe heißen die, glaube ich. Ja, das war's. Du lässt mich also im Stich. Immer wenn du Probleme mit Felix hast, kommst du damit zu mir und ich soll für dich die Kastanien aus dem Feuer holen. Rosalie, das steht mir bis hier. Ja, dann eben nicht. Aber eins sage ich dir, dann kannst du dir auch eine andere Trauzeugin suchen. Ich hatte dich doch noch gar nicht gefragt. Wen hättest du denn fragen sollen? Ich bin deine Schwester. Aber das kannst du jetzt vergessen. Kannst ja endlich losgehen. Also, dass Sie Bogenschießen in Ihr Sportprogramm aufnehmen wollen, das finde ich wirklich klasse. Ja, da kann sich der Fürstenhof noch einmal von der Konkurrenz absetzen. So, können wir jetzt endlich mal zu Potte kommen, ja? Zeigen Sie, was wir drauf haben, Herr Heinemann. Einen Augenblick, so schnell schießen die Preußen nicht. Absetzen, bitte. Zuerst einmal wird geübt, den Bogen ohne Pfeil in korrekte Haltung zu ziehen. Ich mache das ja nicht zum ersten Mal. Gezielt wird auf einen Haltepunkt. Bitte, das Visier dabei ruhig positionieren. Die Erholungsphase ist immer doppelt so lang wie die Zugphase. 15 Sekunden ziehen, sehr schön. Und 30 Sekunden Pause absetzen. Das Ganze wird zum Aufwärmen ca. 6 bis 8 Mal wiederholt. Ja? Ja, ja, Heinemann, das ist was anderes als diese harmlosen Flitzebögen im Ferienclub. Möchten Sie dann auch einmal versuchen? Oh, ja, gerne. Bitte sehr. So. Eine ruhige Hand wäre beim Schießen natürlich von Vorteil. Ja, ich bin wohl ein bisschen überarbeitet. Was sagen Sie, da gibt es doch sicher Atemtechniken für eine ruhige Hand? Man kann insgesamt daran arbeiten, ruhiger zu werden. Ja, da gibt es ganz gute Übungen. Ja, so viel Zeit habe ich jetzt leider nicht. Darf ich trotzdem einen Pfeil ohne große Vorbereitung abschießen? Hey, das ist ja schön, dass du es dir anders überlegt hast. Ich bin nur hier, weil ich eine Nachricht von meinem Vater für Herrn Seifeld habe. Oh, bitte sehr. Volltreffer. Das ist ein richtiges Naturtalent. Ja, oder Anfängerglück.
Sie wollen ja wirklich 3 Wochen die Küche unsicher machen? Ja, ich kann es kaum erwarten. Ich hoffe nur, Ihre Beziehung zu Seifert Junior ist diesen Einsatz auch wert. Sehr lustig. Ja, hätten Sie mich nicht in höchsten Tönen von Felix gelobt, müsste ich jetzt nicht hier stehen. Die Suppe haben Sie sich selber eingebrochen. Machen Sie nicht andere dafür verantwortlich. Aber Sie kennen doch so viele Aushilfskräfte. Können Sie sich bitte beeilen, einen Ersatz für mich zu finden? Sie sind der Ersatz für den Ersatz. Ja, aber es gibt doch so viele arbeitslose Menschen. Die könnte man doch fragen. Hm? An die Arbeit. Oder wollen Sie sich vor Frau Saalfeld blamieren? Was kann ich für dich tun? Kommt ja gar nichts raus. Ja, dann müssen Sie den Hahn aufmachen. Ich habe mich noch gar nicht richtig bei dir bedankt. Wofür denn? Dass du zur Stelle warst, als ich den Unfall hatte. Aber es war Silvia, die dich wiederbelebt hat, nicht ich. Bei ihr musst du dich bedanken. Das habe ich schon. Muss dich einige Überwindung gekostet haben. Du hattest recht. Ich habe sie offensichtlich falsch eingeschätzt. Heißt das zu Frau Saalfeld ist nicht die, für die ich sie anfangs gehalten habe. Das ist mir jetzt klar, dank deiner Hilfe. Was zauberst du denn Schönes für heute Abend? Kann mal sehen. Fisch oder Fleisch? Fisch? Okay, dann werde ich mich ordentlich ins Zeug legen. Und dich wieder mal selbst übertreffen, hm? Tja, es fehlt nicht viel und Sie bekommen von der Ordensträgerin den Ritterschlag. In meiner Küche redet niemand respektlos über Frau Saalfeld. Ist das klar? Wenn Rosalie denkt, sie ist als Trauzeugin unersetzlich, dann hat sie sich getäuscht. Wieso glaubt sie, dass nur sie dafür in Frage kommt? Typisch. Rate, was passiert ist. Der Papst hat den Fürstenhof eingecheckt. Ja, betrifft das Projekt Hochzeit des Jahres. Die Finanzlage hat sich gebessert. Ein spendabler Gast? Meine Mutter hat mir was geschenkt. Für ein Smoking. Ein Smoking? Ist das nicht viel zu schick? Hey, also ich muss mich schon ganz schön ins Zeug legen, um neben dir nicht zu verblassen. Das Beste daran... Ich brauche nicht alles davon. Und da dachte ich... Da dachtest du? Da dachte ich, ich gebe dir davon was ab. Für dein Brautkleid. Das ist wirklich lieb von dir. Oh. Wieso habe ich das Gefühl, jetzt kommt ein Aber? Du weißt doch, dass das Brautkleid Sache des Brautvaters ist. Und wenn der Brautvater ein bisschen klamm ist? Dann näht sich die Braut ihr Kleid selber. Hast du denn dafür noch Zeit? Du bist doch sowieso schon rund um die Uhr im Einsatz. Das bekomme ich schon irgendwie hin. Immerhin ist es das wichtigste Kleid meines Lebens. Das bestimmt jeden umhauen wird. Und ganz besonders mich.